Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Dolphin E20 elektrischen Reinigungsroboter. Ein eigener Pool ist natürlich hervorragend für den Planschspaß, vor allem im Sommer. Diesen zu säubern ist aber manchmal gar nicht so einfach, wie man es vielleicht annehmen würde. Genau dafür kann so ein Poolroboter eine nützliche Anschaffung sein. Das Amazon-Angebot zum Dolphin E20 werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Ja, ein eigener Pool, das ist vor allem für die Leute sehr beliebt, die eben gerne Privatsphäre beim Planschen haben, ja. Natürlich könntest du auch an den Badesee gehen oder in ein Schwimmbad, aber da fühlen sich viele Leute beobachtet und unwohl und wenn man einen eigenen Pool hat, ja, dann ist es natürlich auch wichtig, diesen sauber zu halten. Und das kann man zum Beispiel mit so einem Poolroboter hier machen. Wir können uns ein paar Eigenschaften dazu gerne auch noch genauer anschauen. Geeignet für alle Poolformen, reinigt Boden und Wände, eine PVC-Bürste, zwei Raupenbänder. Ja, das klingt doch schon mal sehr interessant, wenn du mich fragst. Wie bereits gesagt, ein Pool im Sommer ist echt eine richtige Bereicherung für die Lebensqualität. So kann man sich richtig schön abkühlen, ja. Und eben zu Hause den Urlaub machen. Auch das ist ja zurzeit auch ein großes Thema, ja. Es sich da schön zu machen, wo man eben lebt, ja. Und ein eigener Pool ist dafür wirklich hervorragend geeignet. Um ihn zu reinigen, kann so ein Poolroboter hier eine gute Wahl sein. Was die Eigenschaften anbetrifft, so gefällt er mir in der Tat gut. Was den Preis anbetrifft, muss man natürlich sagen, ist so ein solcher Poolroboter hier wahrlich keine günstige Anschaffung, ja? Das kostet schon einiges an Geld, aber machen wir uns nichts vor. Das Thema eigener Pool ist ja generell meistens mit einigen Kosten verbunden, ja? Deswegen, ja, sind diese Poolroboter trotzdem so beliebt, auch wenn sie im ersten Augenblick relativ teuer erscheinen, ja? Das muss natürlich jeder selber beurteilen. Mir gefällt dieser Dolphin E20 hier wirklich, wirklich sehr gut, ja. Im Endeffekt musst du aber selber beurteilen, ob das der richtige Poolrobo für dich ist oder nicht, ja. Die erinnern mich auch so ein bisschen an die auch allseits beliebten Rasenmäherroboter und die Staubsaugroboter. Scheint alles so ein bisschen in diese Richtung Digitalisierung zu gehen, ja. Und ja, wenn man eben den Pool reinigen möchte, da kann so ein Roboter wahrlich ein sehr, sehr nützliches Zubehör sein. Das Amazon-Angebot zum Dolphin E20 werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. In meinen Augen ein nützliches Zubehör für Pool-Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.